Amerikas, Klammer auf, wessen auch sonst, Because aka Tom Clancy, Klammer zu, Konsum. Die Mission, die wir heute im 8. Part starten, gar nicht drum herum quatschen, schauen wir es uns an. Unmittelbar nach dem Ereignis, das als schwärzester Tag in die Geschichte der amerikanischen Spezialkräfte eingehen durfte, ist ein Video aufgetaucht, auf dem zu sehen ist, wie Engineers Soldaten der Spezialeinheiten erschießen. Aufgrund der schrecklichen Bilder sehen wir davon ab, Ihnen das Video zu zeigen. Präsidentin Caldwell hat geschworen, die Gefallenen zu rächen und ihren Kampf gegen den Terror fortzusetzen. Dennoch herrscht im Kongress Uneinigkeit darüber, ob sie die Richtige ist, um das Land durch diese Krise zu führen. Okay, starten wir das Briefing. Die Daten der NSA wurden mit drei anderen Quellen abgeglichen. Dallas scheint das nächste Ziel zu sein, aber es gibt nichts Genaues. Am wahrscheinlichsten wäre es hier und dort. Stadion und Aquarium. Wir dürfen in Lawfield landen und müssen nicht nach Fort Worth. Dadurch gewinnen wir etwas mehr Zeit. Wir halten dich auf dem Laufenden. Noch Fragen? Ja, wieso ist Charlie so nervös? Habe ich ja schon gesagt. Sag es mir. Ich habe für alle US-Großstädte die Daten der Terrorabwehr abgerufen und nach Namen von der No-Fly-Liste gesucht. Was ist das? Gar nichts. Und davon eine Menge. In Chicago hat die Flugsicherheit heute 5 Stunden lang keinerlei Zugriff auf die No-Fly-Liste gehabt. Systemwartung längst überprüft. Er war noch nicht fertig. Ich habe die Namen der ankommenden Passagiere von Hand mit der Flugverbotsliste verglichen. 6 Namen waren drauf. Und jetzt sieh dir das an. Aufzeichnungen der Kameras am O'Hare-Flughafen. Die 6 verließen ihn gemeinsam. Es ist nicht unwichtig, aber es hat keine Priorität. Wir haben verschiedenste Geheimdienste abgehört. Alles weist auf Dallas hin. Genau das meine ich doch, Mann. Vor Guam hat keiner was gesagt. Das letzte Mal, als die Engineers im letzten Maul so weit aufrissen, haben sie haufenweise unsere Leute umgelegt. Dann wären wir in Chicago, wenn wir den Kurs ändern? Das wird zu lang dauern, Sam. Wir haben nur einen Versuch und wenn wir in Chicago aufsetzen, schaffen wir es niemals rechtzeitig bis Dallas. Sam? Okay. Wir starten die Mission. Ich muss sagen, mein Vertrauen liegt in erster Linie bei Cole. Das hat damit zu tun, dass Briggs einfach noch neu ist, er schon mal einen Fehler gemacht hat und Cole einfach, glaube ich, in dem, was er tut, richtig, richtig gut ist. Und er scheint da auf der anderen Seite aber auch sehr emotional irgendwie an die Sache ranzugehen. Dennoch vertraue ich da momentan Cole mehr. Wenn Charlie eine Theorie hat, heißt das nicht, dass sie stimmt. Die Präsidentin hat mir das Kommando über die Operation übertragen. Und sie kann es dir auch wieder abnehmen, wenn du gegen ihren Befehl handelst. Es ergibt keinen Sinn, einen direkten Angriff zu starten. Nicht nach dem, was Herr Digi Mirava gemacht hat. Was ist das? Chicagos Sonderkommando. Es gibt da gerade irgendeine Geiselnahme. Startet den Hubschrauber! Laut Plan ist das ein Labyrinth und dann sind da noch die Geiseln. Mit dem Betäubungsgas schaltest du die Gegner ohne Kollateralschäden aus. Die Haftkameras helfen beim Zielen. Mehr geht nicht. Okay. Ja, wir schauen nochmal ganz kurz rein bei der Spezialwaffe. Bei der Ambus konnte ich mir das kaufen. Geräusche mit da. Ja gut, nehmen wir auf jeden Fall einfach mit rein. Kaufen, ausrüsten. Jetzt ist die Frage, nehmen wir die Armbrust oder nehmen wir uns die Betäubungswaffe? Nein, wir nehmen die Armbrust. Okay. So, dazu wählen wir bei der Ausrüstung, ne Quatsch, bei der Sekundarwaffe. Ja, die 416 behalten wir. Pistole behalten wir auch alles. Okay. Zurück. Mehr Geld haben wir eh nicht. Mission starten. Sam, die Kidnapper haben die Chicagoer Polizei kontaktiert. Forderungen? Negativ, zumindest keine besonderen. Die wollen nur, dass sich die Polizei fernhält. Wieso nehmen die Geiseln, ohne was zu fordern? Vielleicht wissen die es selber nicht. Möglich, dass es nicht die Engineers sind. Die meisten Dienste halten Dallas für das nächste Ziel. Zähle auf Null. Wir drehen jetzt nicht um. Ganz genau. Wir haben uns nämlich für Chicago entschieden. Unter anderem, also für mich hat es, glaube ich, 3 Gründe. Zum einen, Briggs hat sich ja ausgesprochen für Dallas, das heißt darauf zu hören, was die anderen Agenturen, also Geheimdienste, gesagt haben. Aber da Briggs in der ersten Mission schon mal einen Fehler gemacht hat, ich will ihm das jetzt nicht ewig vorhalten,
Allerdings ist er jetzt erstmal nochmal in der Bringepflicht und wenn ich mich entscheiden muss zwischen der Meinung von Briggs und Cole, zählt für mich erstmal Cole. Ich glaube, er ist einfach richtig gut in dem, was er tut, in seiner Arbeit. Und auch wenn er manchmal ein bisschen emotional an die ganzen Missionen herangeht und auch gerne mal in Witzeleien abschweift, habe ich bei ihm doch das Gefühl, er verliert das Ziel nicht aus den Augen. Und deswegen vertraue ich da jetzt erstmal ihm. So, wir sind hier offenbar in irgendeiner Messehalle, wo ein Weihnachtsmarkt drin ist. Ich weiß nicht, ob ihr die Mucke hört, aber die passt auf jeden Fall gerade so ein bisschen zur Weihnachtszeit. Genau wie jetzt gerade im Moment der Aufnahme. Wir haben nämlich gerade den 5. Dezember und damit geht dieser ganze Hype auch schon wieder los. Was heißt schon wieder? Wahrscheinlich ging es schon, die ersten Lebkuchen habe ich im August gesehen, schon im Kaufland oder anderen Einkaufsketten. Wir können ja mal den Triebcopter ausprobieren, den ich offenbar nur einmal benutzen kann. Oh, ich kacke ins Essen, ey. Dafür habe ich jetzt zu viel Kohle ausgegeben. Ja, wie aktiviere ich den? Mit L, ja, mit L2, okay. So, mal schauen wir uns mal um. Das einer, eins, zwei. Ah, doch ein ganz cooles Gimmick. Also ich glaube, das könnte echt hilfreich sein. Drei, vier. Okay, scheint ja nicht besonders groß zu sein, der Radius. Da müssen wir lang. Obwohl doch der Radius schon, ja. Ich keine Ahnung, warum das jetzt gestört hat. 5, 6 und damit endet die Reichweite. Okay, das eine hat ein bisschen so an das Mark II aus Metal Gear Solid 2. Wer Metal Gear Solid 2, Metal Gear anders, es erinnert an das Mark II aus Metal Gear Solid 4. Wer Metal Gear Solid 4 kennt, weiß auch, was ich meine. Und wer es nicht kennt, der kennt es halt nicht. So. Verlassen oder halten zum Zurückholen. Ah, okay, man kann ihn zurückholen. Das heißt, damit kann ich ihn wahrscheinlich auch, ja, wieder benutzen. Oh, Gott sei Dank. So. Da war einer hinter dem Karussell. Hier vorne Strom hat keiner lang. So, was machst du, Kumpel? Ich will eigentlich nach unten. Da das ja Polizisten sind und keine Terroristen, werde ich natürlich hier keinen töten. Es sei denn, es lässt sich wirklich nicht anders regeln. Okay, der verschwindet hinter dem Haus. Oder hinter dem Baum. Und wir gehen nochmal wieder nach oben. Wollen wir nichts überhasten. Komm schon, was machst du, Kumpel? Bin drin. Keine Spur von den Zivilisten. Anscheinend sucht man versprengte Einheiten. Ich überprüfe die Blaupausen. Vermutlich sind die alle im Kellergeschoss. Schön in der Sackgasse. Amateure können genauso gefährlich sein wie Profis. Okay, schnappen wir uns den jetzt? Okay, das scheint eine Bühne zu sein. Vielleicht kommen wir da drunter durch, wenn er weg ist. Ah, ich sehe auch nur ihn. Okay, versuchen wir es mal. Schneller, schneller, schneller. Okay, hat geklappt. Sehr schön, durchatmen. So nah funktioniert. Er hat keinen auf dem Schirm. Oh Gott, da kommt einer. Schnell in Deckung. Ja, ich habe ja gerade schon die Parallele gebracht zu Metal Gear. And the rest got messed. No more screaming, no more fighting back. I should have done it to start with. Kleinen Moment, ich muss mich kurz konzentrieren. Okay, gehen wir hier wieder hoch. Schnell hoch. Okay, ja, ich habe ja gerade die Parallele zu Metal Gear Solid 4 gebracht oder generell zu dem Metal Gear Teil. An sich lassen sich die Spiele natürlich vergleichen. Sind ja beides eher Stealth-Spiele. Ich bin auch ein Riesenfan der Metal Gear-Reihe. Besonders der vierte Teil gehört zu einem meiner absoluten Lieblingsspiele. Storytechnisch steht natürlich Splinter Cell Metal Gear um einiges nach. Ist das jetzt hier überhaupt richtig? Ja, da unten müssen wir hin. Okay.
da gab es noch keine Story, die annähernd irgendwie an einen Part von Metal Gear Solid rankam. Vom Realismusgrad her, oder vom wirklichen, naja doch, halt Realismus-Flair, finde ich alles rund um Sam Fisher, Echolon und Splinter Cell an sich eigentlich ein bisschen angenehmer. Du hast halt keine riesigen Roboter oder... Ja, was haben sie da noch? Ninjas, die mit Schwertern Kugeln abfangen. Eins, zwei, markieren wir mal kurz. Die alten Markierungen nehmen wir mal weg. Machen die neuen dazu. Ja, aber wirklich, wenn ich mich entscheiden müsste, welchen Teil oder welches Spiel ich besser finde, glaube ich Metal Gear Solid. Ja, ist wirklich schwer zu sagen. Auf der einen Seite lässt sich es natürlich super vergleichen, auf der anderen Seite doch wiederum gar nicht. Was haben wir hier? 1, 2, 3, 4. Puh. Jetzt schon ein bisschen stattlich hier. Okay, gehen wir mal ein bisschen. Bleib doch an dem verkackten Rohr dran, Mann. Bisschen runter, bis die Lichter leuchten. Okay. So, der ist mit dem Rücken zu uns. Da unten ist keiner. Der steht auch mit dem Rücken zu uns. Jetzt oder nie, jetzt oder nie, jetzt oder nie. Hat mich jetzt hier einer gehört? Ja, hat er. Na toll. Dachte, ich hätte Schritte gehört. So, wie komme ich da jetzt rüber? Oh Gott, jetzt kommt der hier zurück. Okay, gut, aufs Dach kann man also auch. Prima. Der sieht uns Gott sei Dank nicht. Eins, zwei, drei, vier. Entschuldigt. Okay, der verkriecht. Was macht der da? Der verkriecht sich da. Vielleicht könnten wir den da hinten ausschalten. Nur Geduld. Ich will nichts überhasten. Okay, jetzt dreht der sich weg. Hier ist keiner. Okay, super. Sind wir schon mal ein Stück näher gekommen. So, wenn wir den hier ausschalten, dürfte den wahrscheinlich keiner sehen. Da können wir ihn verstecken. Super. Wir rüsten mal die Geräuschemitte auf. Shit, der andere kommt doch da um die Ecke. Okay. Jetzt ist die Frage, holen wir uns hier? Nee, der andere würde uns sehen. Nehmen wir seine Markierung weg, fügen seine hinzu, nehmen uns die Pistole für den Fall das. Okay, wenn er jetzt rumkommt, hole ich ihn mir. Was hat der hinten überhaupt gemacht? Hat sich den Weihnachtsbaum angeguckt? Okay, er kommt also nicht her. Da haben wir noch einen, den markieren wir uns gleich mal. Wie kann ich eigentlich jetzt von hier einfach pfeifen oder sowas? Das würde mich ja nochmal interessieren. Nur Geduld. Nur Geduld. Kommt der jetzt her? Jetzt holen wir ihn uns. Nein, wir holen ihn uns nicht. Weil der andere sich schon wieder zu uns guckt. Ah, verdammt. Okay, dann machen wir es diesmal anders. Sollte er immer noch dastehen, während Person da hinten da wieder steht, dann holen wir uns, ziehen hierher, erwürgen ihn, schmeißen ihn dann rein und dann ist es alles safe, softe und geil. Los. Wenn du brav mitarbeitest, endest du vielleicht nicht im See. Okay, K.O. hauen. Hochheben. Und verstecken. Sehr gut.
Sound of Silence. Okay. Wie verfahre ich jetzt mit euch? Wie verfahre ich mit dem Typen, der hier irgendwo lang lief? Da kommt er. Der glotzt zu uns. Nehmen wir hier mal auf jeden Fall die Geräusche mit da jetzt. Vielleicht können wir die hinter ihn werfen. Oh, da kommt ja noch ein zweiter. Wo kam der jetzt her zum Teufel? Dann mach ich den nochmal weg und den. So, jetzt haben wir da zwei Typen hier langlaufen. Na, herzlichen Glückwunsch. Drehen die mir gerade alle den Rücken zu? Ja. Dann versuchen wir es einfach. Shit. Tür zu. Ich muss hier weg. Ich verlasse die Festhalle. Hier hinten den Schacht. Eine Spur von den Geiseln? Nein, nur Amateure mit billiger Ausrüstung. Hältst du das noch für einen Blacklist-Angriff? Wir werden sehen. Wir sind schon wieder entdeckt worden. Nervig. Rüsten wir mal die Pistole aus. Eins, zwei. Versuchen wir die mal zu umgehen. Wow. Okay, sehr schön. Automaten. Da hinten ist ein Schacht. Da gehen wir rein. Okay, die gehen also auch wieder zu, sehr schön. Boah, ich sehe gar nichts. Das Licht! Aus. Am Ende des Tunnels. Sehr schön, hier ist also einer. Was machen wir mit dem? Den holen wir uns. Allerdings erst, wenn er reinkommt. Komm schon, Kumpel, komm schon. Gute Nacht. Okay, dann schließen wir hier erstmal. Machen wir das Licht aus. Ernsthaft? Der hat noch einen Kumpel bei? Dann machen wir mit dem genau dasselbe. Ich höre wohl schon Gespenster. Ist einer? Ja, das ist einer. Keiner. Ach, weiß ich nicht. So, da haben wir auch noch einen. Gut. Hier ist der nächste Lüftungsschacht. Von da sind wir gekommen. Wir gehen mal hier lang. Scheint eine Geisel zu sein. Mal gucken, ob wir die gerettet kriegen. Aber das, liebe Freunde, versuchen wir im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wie immer bleibt mir zu sagen, lasst es ruhig auch mal wieder öfter klicken. Macht's gut. Ciao.